Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf Seven Days Today. Heute schauen wir rum, ob wir noch etwas finden. Bisher haben wir das naja, nicht viel gefunden, aber ein bisschen schon. Ne? Leider ist unser Rucksack nicht auffindbar zurzeit. Keine Ahnung warum. Wir werden mal schauen nach den Abwurfkiste da hinten, wo die genau ist. Das genau dazu. Die wissen genau, wo wir sind, ne? Wobei der weiter weg wollen wir nicht fahren. Hier ist die Eiswüste, da sollten wir herkommen, ne? Da ist einfach so kalt. Ja, und hier wollen wir hin. Ja, das Rucksack, aber gut, da kriegen wir nicht. Gut, da wollen wir hin. Wollen wir paddeln, ne? Radeln, ne? Das ist besser wie zu Fuß, sag mal so, ne? Er ist nicht der schnellste, aber immerhin, ne? Ja, jetzt trinken wir mal Tee. So, hier vorne links war der Bär, da haben wir schon mal alles rausgesucht. Denke ich mal. Vermutlich waren wir stark, dass wir alles gefunden haben, was wir finden konnten. Beim nächsten waren wir auch schon. Und dann geht's schnell los mit dem übernächsten. Aber erstmal suchen wir uns die Kiste. Na, wir haben die Autos jetzt zerlegen, wir brauchen Benzin. Dann können wir nämlich Steine gewinnen und Steine und na. Leben. Wo wir noch genug Leben haben, aber Steine brauchen wir noch. Und wenn wir jetzt der Kohle abbauen oder Eisen, kriegen wir auch ein paar Steine. Und dann können wir gleich mal hier die Müllsäcke plündern hier, ne? Also die brauchen nämlich dringend, ja. Muss ich den Berg wieder hochgehen? Ach, da oben ist sie. Na, dämlich kann man nicht hinstellen, ne? Ja, nicht schlecht. Munition, Medizin und Messbecher. Das ist der Händler. Da gehen wir gleich hin. Das sollten wir machen, ne? So. Zum Händler gehen wir ohne Waffe in der Hand rein, ne? Das einzige Haken bei ist hier, all diese Quests sind Englisch und da kann ich absolut nicht, ja. Verstehen wir halt nicht, ne? Schießpulver, das ist gut. Entschuldigung. Das Auto interessiert mich nochmal, ne? Oh, hier ist Fleisch. Eine schöne Stelle, eine Axt. Super, ein Kühler. Schon wieder fast voll.
Ich glaub's nicht, du. Ich brauche Benzin. Fehler sind auch mal gut. Und andere Teile halt, ne? Bisschen XP. Rohre, ja, sicher. Nehmen wir alles. Schon überladen. Ja, mehr ist nicht. Ich glaub's nicht, das ist schwer. Haben wir Ei? Oh, hier sind Spikes, hier sind Stacheldraht. Gucken wir mal, hier schönes. Spiritus, Nudeln, ja, Kaffee. Stellen wir auch selber her. So, kann ich herstellen. Benzin kann das Spiritus, Schießpulver, Papier, Kleber, Farbe, Öl. Ja, nehmen wir mit, ne? Bevor hier schlecht wird. Kann man nicht gebrauchen. Das ist ein Bares. Das wäre die perfekte Basis. Aber es ist Holz. Hello, Stranger. Tja, hier geht los, ne? Jagdgewehr, Kontin 1, 400. Aber das kann ich nicht geben. Achso, wir kaufen, ne? Mein Jagdgewehr, Jagdmesser brauche ich. Patronenhülsen, oh. Öl. Magnum. Ich hab ja nix. Glas Honig. Kleidung, ja. Ja, schöne Sache, aber gut, ich hab kein Geld. Maybe next time. Happy travels, Survivor. Ja, hat mich gefreut. Ich sag mal tschüss. Ich bin Mulan. Komm mal zu, ne?
So, fahren wir zurück. Beziehungsweise zum nächsten Haus, wo wir rein wollten. Dann mal schauen wir mal, dass wir jetzt unser Gepäck umgeladen kriegen Richtung Fahrradgepäck. Dass ich so schwer ins Haus reingehen, ne? Das sind weit vorausproduzierte Folgen, also nicht wundern, nicht kommentieren könnte sofort im Video direkt. Aber ich mache es dann schriftlich. Leider verstehe ich nur Deutsch. Jemand schreibt mir dann auf Englisch, aber leider, ja, Programm, Besetzungsprogramm, das einzige, was ich da gut darf. Ich habe auch gerade wegen ein paar Runden. So, ich wollte mal umräumen. E gedrückt halten. So, was kann ich alles rüberbringen? Was ich nicht stacken kann, ne? Erste. Da zum Beispiel. Schon wieder eine Herausforderung. Hier ist gut. Das können wir öfter kriegen, Zeug. Nur Tabletten. Knochen, Fleisch. Beton werden wir nicht mehr kriegen. Eisen, Leder. Das kann auch nicht so schwer sein normalerweise, ne? Parts. Gut, da haben wir gerade vom Auto geklaut. Benzinkanister. Federn. Knochen. Speisen. Und gehen wir hier links rein. Das ist Tee, aber Tee haben wir noch. Hier war auch kein Mensch. Zerschlagerei da drin, ne? Ja, gut. Dann nehme ich hier rein. Mal anklopfen. Metall, das ist schlecht. So, lass uns mal mit dichter ankommen. Trifft sich gut. Das war ein Nutz. Kommt dann nicht so raus, wie sie wollen, ne? War wieder knapp, du. Tag. Kundschaft. Leder. Wollen wir mal schauen, ob die alles sauber ist hier.
Kisten. Ja, hier ist Blut, hier ist was da, hier ist was zu holen. Hier bin ich alleine. So. Dürfte sich gelohnen. Ich schlage gerade die Tür ein und schön warten, bis die rauskommen, ne? Mal nachladen. Nur erst später was. Da kommt er nicht durch. Irgendwo krabbeln sie durch die Wand oder so. Noch ein Paketchen. Oh. Wollen wir hier die Kiste nehmen, ne? Meistens schon eine Überraschung. Helm, Waffen, Jagdmesser. Honig. Medizin. Ist doch gar nicht überladen. Enttäuscht, Papier. Blei ist gut. Da schon guckt. Weiß ich gar nicht vielleicht. Ah! Erst nehmen wir gerne an. Schwer. Zu schwer. Ein Rezept und Blei.
Oh, ja, mal kurz mal gucken, ne? Was war hier so wertvoll? Trichter. Immer ganz kurz gucken, was ich an Müllern sorgen kann, ne? Das können wir schon mal benutzen. Dann ist das weg. Papier raus. Ja, das weiß ich, keine Ahnung, was ist. Behalten wir mal. Das muss ein Mod sein. Glas nehmen wir auch raus. Dosenlachs dann gleich essen. So, Öl, Blei, Waffe. Dann brauchen wir eh eine zweite Reserve, ne? Schlechte Erfahrung. Also ich breche nicht zusammen hier. Nicht. Hier ist eine Art Fahrstuhl, denke ich mal. Oh, Eisen, kein Eisendings da. Das dauert Ewigkeiten. Mit der Axt. Das müssen wir eine Picke herstellen wieder, ne? Das ist ja uns dauert ja so lange. Nehmen wir einen Schluck Kaffee, Tee. Also wie Medizin, ne? Das ist wie Wasser. Wasser gibt mir leicht Durchfall. Risiko. Gibt es noch einen anderen Weg rein? Da gibt es keine Wegmöglichkeit. Schraubenschlüssel abbauen. Nee. Da ist eine Tür. Wenn wir einen anderen Weg gehen, kommen wir der Axt nicht durch. Vielleicht geht es da sogar leichter. Leer, leer. Kasse auch leer. Leder holen. Leder holen ist ganz wichtig. Können wir brauchen. Leder ist mir gut. Bin total überladen, aber gute Gerade. Und da ist Tür. Oh, noch leichter. Ja. Und sagen, Messing ist mal gut. War nicht dabei. Das ist ja leer, siehst du? Da habe ich schon gut gedacht. Gut, Leder. Stahlachs war ein Schlag. Na gut. Unser Thema mitnehmen, ey.
An der Trede. Ah. Das ist, glaube ich, der Eisfüße, den soll ich finden. Da ist so kalt, da fahr ich nicht hin. Oh, schon Leder gekriegt. Ist da noch was? Leder. Quarantäne. Lohnt das überhaupt? Bin so schwer. Nehmen wir noch Leder mit. Öl. Oh, Öl ist gut. Das können wir gleich stacken hier im Fahrrad, vielleicht mal sehen. War eine erfolgreiche Tour. Habe ich schon für einige Wochen vorausproduziert. Wenn man dabei ist, ist man ganz schön gefesselt, ne? Gut. Haben wir mal alles. Ah, hier noch Leder, hier ist noch Leder. Oh, Leder ist gut. Mal schauen hier, was wir hier herstellen können. Nix drinne. Entschuldigung. Auto demontieren. Wir brauchen noch ein bisschen Benzin. Fahr, wo ist er wieder hin? Irgendwo da vorne, irgendwo. Was auch ein Einkaufswagen rauskommt, wundert mich auch. Hier muss man mit offenen Ohren rumlaufen. Voll. Öl ist immer gut. Federn, ja, wir brauchen. Aber zweites Fahrrad brauchen wir nicht, ne? So, Fahrrad, wo bist du? In der Richtung. Ist doch gar nicht. Noch ein Auto. Ich habe doch vorhin meinen Kram weggeräumt. Ach, da hinten das Fahrrad. Dann mal schnell los. Und dann sage ich jedem auch schon mal Tschüss. Ich fahre jetzt zum Haus zurück und wenn wir anfangen. Ja, mit der Werkbank, dann melde ich mich zurück. Tschüss und danke fürs Reinschauen. Tschüss.